Geht. Also dann so, 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 so. Ja, das wird ein ordentliches Stück Arbeit werden, aber gut. Das Gerüste bauen und dann, oh, das ist. Ich schaue mir jetzt mal von Weitem an, wie es aussieht. Es hat schon eine Form. Vielleicht sollte man hier noch eins hoch machen und dann noch so eine Art Kuppel machen. So wie verschiedene Raumschiffe ja auch haben. Und ja, ich mache jetzt so eine Art einfache Form vom Raumschiff. Und dann muss ich mal gucken, wie man sich das dann noch so ausdenken kann. So. Oder vielleicht, dass man jetzt so, dass man dann hier so eine fette Kuppel macht. Aber es wird, oh, das wird eine scheiß Arbeit. Da werde ich noch dran, dran zu nuckeln haben. Aber erstmal, ich muss los. Wir verabschieden uns erstmal. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss. Willkommen bei einer weiteren Runde von Minecraft. Ich habe offline schon ein bisschen weitergespielt, schon ein bisschen was gemacht. Das Ding ist ein bisschen ausgehöhlt von innen drinne, wie man jetzt sehen kann. Habe schon mal hier so ein bisschen weitergemacht, ein paar Gänge gebaut. Hier zum Beispiel ist noch was. Hier zum Beispiel könnte man als Waffenraum nehmen. Das als Konferenzraum hier, wo die ihre Konferenz haben. Hier als ja, Casino, oder wie man das so nennen kann. Hier die Schlafquartiere über die volle Breitseite. Dann geht es nach oben natürlich. Fahrstuhl haben wir hier nicht natürlich. Warum auch? Dann habe ich ja hier schon mal zumindest was abgegrenzt. Hier für die Brücke. Hier zum Beispiel habe ich noch gar nicht zu Ende gemacht hier. Genau. So. Gut. Ja, meine Stimme ist heute ein bisschen schlecht, weil ich war den ganzen Tag draußen. Wirklich den ganzen Tag. Wir waren heute beim Flugzeug, musste hier im Rechlin. Und da waren Freunde aus Berlin mit dabei und so weiter. Da konnten wir ganz gut, das war schön gewesen. Ich habe die vom Bahnhof hier abgeholt. Bis dann hat die Sonne geschienen. Am Bahnhof, wo der Zug angekommen ist, hat es dann auf einmal angefangen zu regnen, wie aus Eimern und so weiter, bis Mecklenburg-Vorpommern. Durchgehen. Wir konnten nicht richtig was essen, weil es war eisig kalt auf einmal geworden. Und hier ist dann die Brücke, wo man dann so rausschauen kann quasi. Und da mussten wir dann erstmal überlegen, was machen wir jetzt oder wie machen wir jetzt was. Und hier muss ich überlegen, welche Räumlichkeiten ich hier oben mache. Das ist ja alles so offen hier zum Beispiel. Man kann hier zum Beispiel den Maschinenraum nutzen. Nur machen. Aber da muss ich erstmal überlegen. Dann haben wir hier unten eine Etage. Um auf den Punkt zu kommen, wir waren gut unterwegs gewesen und dann waren wir dann nochmal im Wittstock bei McDonald's. Wir haben bei McDonald's nicht gut, wir sind einfach reingegangen, haben uns in irgendeine Ecke gesetzt und haben unser Essen, was wir uns fertig gemacht haben, mitgenommen und da erstmal angefangen zu gegessen. Erstmal schön hausieren, erstmal warm sitzen und was essen, ohne da was gekauft zu haben. War auch schon mal angenehm, habe ich noch nie gemacht. Das sind jetzt die Quartiere zum Beispiel. Und jetzt muss ich mal gucken. Das Captain-Zimmer. Das Captain-Zimmer, genau. Weil der Captain hat ja auch sein Zimmer. Das wird dann zum Beispiel das Captain-Zimmer werden. Und ja, warum nicht? Das ist doch mal ganz interessant. Oder auch nicht. Vielleicht sollte man hier das Captain-Zimmer machen, weil hier zum Beispiel. Ja. Könnte man zum Beispiel machen. Na? So. Cool. Das passt doch schon mal. Dann kann hier zum Beispiel das Kettenzimmer hingebaut werden. Mit einem Gang nach da. Wie groß das Kettenzimmer gemacht werden muss, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall waren wir dann in. Wo waren wir denn dann gewesen? Ja.
Wir sind nochmal losgefahren von Wittstock. Ich wollte mir unbedingt das Scheunenviertel erstmal anschauen, weil ich das letzte Mal nicht gefunden habe. Dann sind wir dann nach Gremm gefahren, von Wittstock, also von Reschlin nach Wittstock, dann nach Gremmen. Und sind dann noch ein bisschen rumgelaufen. Und ja, das war richtig cool. Muss ich ehrlich sagen, das war toll. Und ich kann nicht meckern. So, der Tag war so angenehm gewesen, wie ich jetzt da rausgekommen bin und meine Mutter mal wieder Diskussionen hat. Och, ob das irgendwann auch gut gehen wird, ist eine andere Frage. Aber gut. Ich habe keine Probleme. Wir müssen erstmal schauen, wie es dann in der Zukunft so ist. Jetzt habe ich hier. Ja, meine Tochter kriegt mit. Mit Mama kann man es machen, mit Papa nicht. Deswegen hört es auch auf Papa. Jo. So, es ist jetzt so das Raumschiff von vorne. Wovon das seid. Also ist schon ein ganz schönes Monstrum mit dieser fetten Kuppel davon. Alter, Mann. Mit der fetten Kuppel. Mit dem Captain-Zimmer. Als einziges mit dem Fenster hier. Die Quartiere haben ja auch noch ein Fenster. Jeweils ein kleines, wie man hier sieht. Ja. Genau. Und da muss man mal schauen, ob man hier noch so über ein Fenster so einbauen kann, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Jetzt regnet es aber wieder und so weiter. Hier sind überall Monster. Und ja, ist doof. Ist doof. Ich würde das mal vorschlagen, weil. Ich werde jetzt mal so eine kleine Beleuchtung machen, weil das dunkelt ja doch das Stadion ganz schön ab hier. Und jetzt, ich habe was gesagt. Genau. Und jetzt. Genau hier. Wir bauen das jetzt bis hinten hin. Habe auch die wunderbaren Toilettensteine dabei. Ich mache jetzt nicht ganz hinten mit. Wenn ich dann, wenn es zu viel ist, kann ich das immer noch mal wegmachen. Genau. Super. Perfekt. Passt. Also das gefällt mir schon mal. Es läuft alles. Und ich kann auch gar nicht. Also, ja. Ihr seht mir auch bestimmt schon an, dass ich ziemlich fertig heute bin. Also wir waren den ganzen Tag draußen bei Wind und Wetter im Flugzeugmuseum. Also was dieses Flugzeugmuseum Reschlin hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Ist echt cool. Ja, also ich kann nicht meckern. Preislich hat sich das gelohnt, auch wenn ich sonst mal in die kostenlosen Sachen reingehe. Habe ich jetzt mal 12 Euro bezahlt, mache ich in der Regel nicht. Und aber jetzt habe ich es ausnahmsweise mal gemacht, warum auch immer, fragt mich nicht. Normalerweise mache ich das nicht. Und ja. Ich mache sehr viele Museumstouren. Von daher ist das immer richtig schön. Wir waren ja auch im Modemuseum, in der Museumsfabrik, im Flugzeugmuseum, im Computerspielmuseum. Gedenkstätten, Technikmuseum, Naturmuseum, ach weiß der Teufel, Wegemuseum, Eisenbahnmuseum, was es nicht alles für Museen gibt, ist ja wirklich ein Literaturmuseum und was ich heute rausgefunden habe, um die Ecke gibt es ein Puppenmuseum. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein, wäre vielleicht ein Hingucker für meine YouTube-Zuschauer, für einige, die auf Puppen stehen. Ich stehe auch auf Puppen, aber auf lebendige. Nicht auf irgendwelche Blechpuppen, das tut ein bisschen weh. Ja, also Puppenmuseum ist nicht so mein Ding. Ich mache vieles, aber Puppen, nee, reicht schon, wenn die Regierung Deutschland vertontisieren möchte und muss nicht sein. Muss nicht sein. Also jetzt habe ich so viel gebaut, dass es schon wieder Tag ist. Ich glaube ja. Ich habe echt einen Knoten im Hals.
So, jetzt.